Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist zu einem neuen Video, das in Kooperation mit Charlie und Paulchen entstanden ist. Und ich darf euch heute die neue Weihnachtskollektion zeigen. Also zumindest mal sehr, sehr viel davon. Natürlich ist darunter wieder ein neues Kreativkit, aber auch super viele andere schöne Sachen, die ich euch heute zeigen darf. Und wir legen sofort los. Ich zeige euch als allererstes das neue Designpapier. Es sind viele neue tolle Papiere in den Shop eingezogen. Unter anderem dieses hier, Scandi Tapete mit Streifen. Das ist ein ganz tolles Blau und mit so ganz kleinen Punkten um die blauen Streifen. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsneuen Papiere. Und Tapete, das gibt euch schon so einen kleinen Sneak Peek auf das, was noch kommen wird. Denn die Papiere sind perfekt auf die neuen Stanzen abgestimmt, die ich euch gleich auch noch zeigen werde. Also einmal gibt es dieses Scandi-Tapete-Streifen. Dann haben wir die Schwedenhausfassade in Rot. Das ist wirklich wie so eine alte Hausfassade. Sieht richtig klasse aus. Dann haben wir Schwedenhausfassade in Blau. Auch das könnte ich mir wunderschön natürlich einmal als Hausfassade vorstellen. Aber das passt auch im Sommer zu einem maritimen Thema. Ein ganz tolles Holzpapier, also ein Papier in Holzoptik. Richtig, richtig toll. Dann haben wir hier einmal Aquarell in Tannengrün. Auch das ist ein richtig tolles, schönes Grün. Es eignet sich auch wunderbar, um damit Tannenbäume auszustanzen. Dann gibt es noch dieses tolle Papier, Scandi Dots Rot heißt das. Da sind so ganz viele kleine rote Punkte drauf und das eignet sich auch wunderbar, um einen Hintergrund zu gestalten. Hier noch einmal ein Papier in Holzoptik, das heißt verwittertes Holz. Und genauso sieht es auch aus, so wie so ein bisschen verwitterte alte Holzplanken. Ist auch richtig, richtig schön. Für den Innenraum hätten wir dann nochmal Scandi-Kacheln in Rot. Ein tolles Papier mit so kleinen Mustern. Und dann noch eins, was mir richtig gut gefällt, und zwar die Scandi-Kacheln in Blau. Sieht auch super edel aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Diese Papiere bekommt ihr alle im Kreativkit. Plus natürlich nochmal zwei passende unifarbene Papiere in Rot und in Blau. Die sind auch noch mit dabei. Das gibt es alles im Kreativkit. Außerdem bekommt ihr hier auch so ein Schneeflockenpapier. So ein durchsichtiges Papier mit Schneeflockenprint. Das ist alles mit im Kreativkit dabei. Und jetzt zeige ich euch aber noch ein neues Designpapierblatt. Und zwar kam das noch zu dem alten Thema. Almwiesen heißt dieses tolle Designpapier. Aber das passt meines Erachtens auch wunderbar zu dem neuen Weihnachtsthema. Und wie genau, das zeige ich euch gleich. Denn jetzt präsentiere ich euch die neuen Stanzen. Ihr ahnt es vielleicht schon. Das Ganze im Scandi und traditionellen Look gehalten, ist darauf abgestimmt, in einem Weihnachtsfenster gestaltet zu werden. Und da gibt es natürlich diese Fensterstanze. Die stanzt euch ein wunderschönes Fenster aus. Ich habe das natürlich hier schon mal für euch vorbereitet. So sieht dieses Fenster aus. Auch wieder, wie wir es von Charlie und Paulchen kennen, total schön detailverliebt. Und ich zeige euch auch später Designvorschläge, was man damit alles machen kann. Im Kreativkit bekommt ihr diese Stanze. Die ist mit dabei. Und ihr bekommt ihr habt es vielleicht schon erahnen können, das neue Weihnachtsthema ist traditionell gehalten und auch ein bisschen im Scandi-Look. Und das Ganze heißt eben Weihnachtsfenster oder ist dafür gemacht, um ein Weihnachtsfenster zu gestalten. Und deshalb gibt es eben diesen Fensterrahmen, den man so wunderschön ausstanzen kann.
wie immer total toll detailverliebt. Das kennen wir von Charlie und Paulchen schon. Und dieser Rahmen hier ist im Kreativkit dabei und damit lassen sich einmal Fenster gestalten, und zwar wie man aus einem Fenster herausschaut, aber natürlich auch ein Blick ins Fenster, was drinnen so passiert. Das hier ist mit dem Kreativkit dabei, dieses Fenster, und natürlich Sachen, wie man das Ganze dekorieren kann, unter anderem dieses hier. Ihr bekommt diese Stanze mit im Kreativkit. Und zwar haben wir hier einen Ofen, so einen richtig schönen alten Ofen. Und die ganzen Engelchen, die hier einmal Teig rühren, Kekse ausstechen oder hier direkt am Backen sind, die gibt es mit dazu. Und dann könnte man das Ganze natürlich so gestalten, dass man von innen den Ofen sieht, wie hier gebacken wird oder wie hier gerade Plätzchen aus dem Ofen geholt werden. So ist das hier gedacht. Das habt ihr auch noch mit im Kreativkit dabei. Dann ist noch eine tolle Stanze mit im Kreativkit dabei. Und zwar eine, wo ihr das Fenster nach außen gestalten könnt. Und das ist diese Stanze hier. Auch die bekommt ihr im Kit. Und da habt ihr einmal hier einen Fensterladen, ein Fensterbrett, diese ganzen kleinen Sternchen, Stecker und Bäume und ein bisschen was, um das Fenster zu dekorieren. Ich nehme mir das Fenster hier nochmal. Könntet ihr euch vorstellen, das hier eben zweimal auszustanzen. Könnt ihr auch rausnehmen. Und dann jeweils rechts und links am Fenster anzubringen, und dann habt ihr wunderschöne Fensterrahmen. Dann haben wir hier die Fensterbank, die man hier auch noch anbringen kann. Und natürlich die ganzen kleinen Sachen, um damit das Fenster noch zu dekorieren. Könnt ihr hier diese ganzen kleinen Stecker noch irgendwie reinstecken. Und somit ein Fenster von außen gestalten, so wie sie in der Weihnachtszeit eben sind. Ja, so wunderschön gestaltete Fenster. Die Stanze ist auch im Kit mit dabei. Da sind noch zwei Bäume dabei. Und dieser hier natürlich auch noch. Das bekommt ihr alles im Kreativkit. Aber selbstverständlich gibt es die Stanzen auch einzeln. Genauso wie ihr das Papier auch in einem großen Bundle einzeln kaufen könnt. Außerdem bekommt ihr in dem Kit auch noch so ein Tütchen mit Kunstschnee und Birkensternen. Damit kann man sicher super Schüttelkarten machen oder eben den Kunstschnee benutzen, um das Fenster zu dekorieren. Das ist auf jeden Fall auch alles noch mit dabei. Und jetzt zeige ich euch noch die anderen Stanzen, die es gibt. Als nächstes würde ich euch gerne diese Stanze hier zeigen, die auch einmal dazu gedacht ist, um den Innenraum zu zeigen. Wir haben hier das niedliche kleine Schaukelpferd und einen Bären. Der könnte sogar hier diese kleine Schleife noch tragen. Dann haben wir hier ein kleines Rennauto und ein Kind, was gerade hier da sitzt und die Geschenke bestaunt. Das ist gemacht, um eine Szene im Inneren des Fensters zu zeigen. Ja, ich zeige euch auch gleich ein Beispiel dazu. Das ist auch eine Stanze in dem neuen Weihnachtskit. Dann haben wir hier ein weiteres großes Stanzbundle, was auch alles zusammenkommt. Und zwar ist das auch gedacht, um das Fenster innen zu dekorieren. Dabei ist einmal ein Vorhang mit den Seitenteilen. Dann haben wir hier ein Teil, um das Fenster oben noch abzustecken. Genauso wie eine Gardinenstange und eine Sternengirlande und diese beiden hübschen Bäumchen. Damit könnte man das Fenster innen dekorieren, so indem man eben die beiden Vorhänge nimmt und sie hier noch anbringt. Hier oben könnte dann eben noch dieser Vorhang dran, wenn man das möchte.
Und oben drüber kann die Gardinenstange, die perfekt dazu ausgerichtet ist, dass man eben hier diese Sternengirlande noch anbringen kann. So, die kann man hier wunderbar noch dran aufhängen und das Fenster damit dekorieren. Genauso wie mit diesen beiden Bäumchen hier. Die könnten ja auf der Fensterbank stehen beispielsweise. Und so hat man ein wunderschönes Innenfenster dekoriert. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist eine von meinen Lieblingsstanzen, um das Weihnachtsfenster zu dekorieren. Eine weitere Stanze, um das Fenster von innen zu dekorieren, oder auch der Blick nach außen ginge natürlich auch, wäre hier dieser wunderschöne Kranz, den man ja auch aus der Weihnachtszeit kennt. Und schaut mal, wie wunderschön filigran hier alles ausgestanzt wird, mit wie viel Liebe zum Detail diese Stanze hier gestaltet wurde. Und die könnte man entweder nach innen stellen, an das Fenster, oder auch andersrum. Man könnte auch von außen nach innen schauen und dort steht dieser Bogen eben im Fenster, das ginge auch. Das ist auch eine Stanze, um das Weihnachtsfenster zu dekorieren. Einen weiteren Blick in den Innenraum gibt uns diese Stanze mit dem Tannenbaum. Den habe ich einmal in grün ausgestanzt und eben dieses Geschwisterpaar, nenne ich es mal, was vor dem Weihnachtsbaum steht. Man kann auch noch Kugeln dazu ausstanzen und einen kleinen Stern, um den Baum zu dekorieren. Und das ist so der typische Blick, den man in ein Fenster werfen kann, indem man das Ganze so arrangiert und dann da drin den geschmückten Weihnachtsbaum sieht und die Kinder, die sich freuen vor dem geschmückten Weihnachtsbaum. Da könnte man noch mal einen wunderschönen Blick nach innen werfen. Es gibt aber noch weitere Stanzen, um einen Blick nach außen in die Weihnachts- oder Winterlandschaft zu werfen. Und hier kommen wir zu einer weiteren meiner Lieblingsstanzen. Das ist diese hier mit den kleinen Hirschen und Rehen. Damit hätten wir einmal diese hier. Und da ist noch dieses kleine dabei, was man auch noch hier befestigen kann. Und das ist ein Blick nach außen in die Winterlandschaft. Je nachdem, wie man das gestalten möchte, der Blick aus dem Wohnzimmer nach draußen in die verschneite Landschaft, das finde ich auch super schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Und eine letzte Stanze darf ich euch noch zeigen, die dürfen natürlich nicht fehlen, die Heiligen Drei Könige, die draußen am Fenster vorbeigehen, um eben den Segen zu bringen. Das waren alles die neuen Stanzen, die es von Charlie und Paulchen gibt, um eben ein Weihnachtsfenster zu dekorieren. Aber ich möchte euch noch ein neues Stempelset zeigen und eine Schablone. Und die zeige ich euch jetzt. Passend zu dem Set gibt es ein XL-Stempelset Weihnachtsfenster, heißt das. Das kommt wieder in dieser tollen, wiederverwendbaren Hülle. Und da sind ganz, ganz großartige Sprüche dabei, womit man die Weihnachtskarten dekorieren kann. Hier zum Beispiel: am Weihnachtsbaume die Lichter brennen, wie glänzt er festlich, lieb und mild. Dann haben wir aber auch einfache Sprüche wie frohes Fest, Liebe, Weihnachtsgrüße, gesegnete Weihnachten. Oder morgen, Kinder, wird's was geben, morgen werden wir uns freuen. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach, heißer, dann ist Weihnachtstag. Ihr bekommt also richtig tolle Grüße und Stempel, um eure Weihnachtskarten zu gestalten mit diesem großen Stempelset. Und dann gibt es von Charlie und Paulchen auch noch diese Schneeflockenschablone, die mir auch gut gefällt, um zum Beispiel mit Strukturpaste hier zu arbeiten. Und damit kann man natürlich auch noch mal tolle Effekte erzielen. Jetzt habe ich euch aber super viele Sachen gezeigt und natürlich habe ich damit auch schon gebastelt. Ich werde euch jetzt drei meiner Ergebnisse zeigen und dann würde ich mit euch gerne auch noch eine etwas aufwendigere Pop-up-Karte basteln. Also wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Ich zeige euch jetzt meine Ergebnisse und dann basteln wir zusammen.
Die erste Karte, die ich euch gerne zeigen würde, ist diese hier. Ich habe mich hier entschieden, einmal mit dem Holzpapier zu arbeiten. Dann habe ich ein Fenster aus diesem Kachelpapier ausgestanzt, die blauen Vorhänge und die Stange oben verwendet. Dann habe ich unten einmal den Spruch embossed. Und den Blick aus dem Fenster habe ich hier gewählt, dass man die heiligen drei Könige sieht, die eben am Fenster vorbeigehen. Ich habe das Ganze mit Abstandshaltern aufgeklebt, weil ich die Karte innen weiß lassen wollte, dass man noch was reinschreiben kann. Also habe ich nur die Vorderseite dekoriert. Und aber trotzdem hat man die Illusion, dass man eben in dieses Fenster hineinschaut. Und als Schneelandschaft habe ich mir einfach die Wellen aus dem maritimen Thema genommen und hier zweimal ausgestanzt. Das gab für mich auch eine super Schneelandschaft. Also wie ihr seht, ihr könnt auch immer Sachen miteinander kombinieren. Da bin ich ja sowieso ein ganz großer Fan von. Dinge, die man sowieso schon hat, zu kombinieren. Das ist mein Beispiel Nummer 1. Als nächstes würde ich euch gerne diese Karte hier zeigen. Da habe ich einmal mit der Schablone gearbeitet, mit einer Schneeflockenschablone hier, habe den Blick nach innen gewählt und dort den Weihnachtsbaum und das Geschwisterpärchen aufgeklebt, wie sie eben vor dem Weihnachtsbaum stehen. Und außen mit einer Schneestrukturpaste gearbeitet, die habe ich euch schon mal vor einer Weile gezeigt. Ich benutze hier diese Glitter Snow Paste. Aber damit, es geht natürlich auch mit anderer Strukturpaste. Und einen Hirschen habe ich ausgestanzt und dazu das vegane Leder verwendet. Das gibt auch nochmal eine richtig schöne Struktur. Und den Spruch aus dem Stempelset, liebe Weihnachtsgrüße. Der Hirsch ist noch aus meinem Bestand. Kann ich euch gerade leider nicht sagen, woher die Stanze ist. Ich glaube von meinem Mind's Eye. Ich bin aber nicht sicher. Die ist schon sehr, sehr alt. Die habe ich schon ganz, ganz lange. Aber hier nochmal, dass ihr seht, man kann auch den Blick in den Wohnraum wählen. Und auch hier mit Abstandshaltern gearbeitet, dass man die Karte innen noch beschriften kann. Das ist mein Beispiel Nummer 2. Als drittes Beispiel habe ich ein sehr farbenfrohes Beispiel hier verwendet. Und zwar nochmal den Blick aus dem Fenster heraus. Ich habe mich hier wieder dafür entschieden, das Fenster mit einer Gardine zu verzieren und der wunderschönen Sterngirlande, oben auch die Gardinenstange wieder angebracht und das Pferdchen, den Bär und den Tannenbaum benutzt. Also wir befinden uns hier gerade im Weihnachtswohnzimmer und wenn man nach draußen schaut, kann man die schöne Winterlandschaft sehen mit dem Bäumchen, wo etwas Schnee drauf gefallen ist und die beiden Hirsche. Auch hier habe ich mit ein bisschen Glitzer gearbeitet, ob man das sehen kann, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall glitzert das alles so ein bisschen, wie eben Schnee so in der Sonne glitzert. Und auch hier wieder mit Abstandshaltern gearbeitet, dass dieser Eindruck, dass man wirklich durch ein Fenster schaut, noch ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Innen kann man wieder etwas reinschreiben. Und das ist mein drittes Beispiel. Und wenn ihr wollt, dann bleibt jetzt dran. Und jetzt basteln wir gemeinsam eine Pop-up-Karte mit dem tollen Weihnachtsfenster. Für meine Pop-up-Karte habe ich bereits ein Kartenrolling vorbereitet in den Maßen 15 x 15 cm. Und auch die einzelnen Teile habe ich mir alle schon vorbereitet, sodass wir das Ganze nur noch zusammenbauen. Ich fange hier mit der Innenseite an. Als erstes werde ich jetzt hier den Boden einkleben und zwar ist das Holzoptikpapier in den Maßen 14,7 x 14,7 cm und den klebe ich jetzt hier mit dem Flüssigkleber von Karen Marie ein. Der hat auch so eine schöne feine Spitze. Damit kann man sehr gut arbeiten und das klebe ich jetzt hier ein, indem ich hier einfach so eine Klebefläche auftrage. Ich habe mich hier für dieses Holzoptikpapier entschieden, damit das Ganze so ein bisschen aussieht wie ein
Boden, weil hier drauf sollen später die Pop-up-Elemente angebracht werden. Und ich gehe hier auch so ähnlich vor, wie ich bereits bei meinen Karten vorgegangen bin, die ich euch schon gezeigt habe. Das heißt, ich möchte, dass ein Fenster entsteht. Und zwar einmal ein Fenster, wo man in den Innenraum schauen kann. Und einmal ein Fenster, wo man nach außen schauen kann. Aber trotzdem, dass ich nicht meine Karte durchstanze. Und das zeige ich euch jetzt, wie ich das gemacht habe. So, mein Boden klebt jetzt. Und wir beginnen mit der Außenseite. Ich habe hier Besuch und kräftige Unterstützung hier beim... Ja dann, komm mal hierher. Hallo. Ich habe jetzt mir hier für die Außenseite schon ein Fenster ausgestanzt. Auch das weiße Papier, was ich jetzt hier gleich aufkleben werde, hat die Maße 14,7 x 14,7 cm. Und ich habe mich dann für die Frontseite entschieden, hier ein Fenster einzukleben in dieser roten Holzoptik. Und das Ganze klebe ich mir hinten schon einmal mit Tesafilm fest. Das heißt, ich gebe hier das Fenster hinein. Das kann man sehr schön in diese Aussparungen hineinpacken. Und dann klebe ich das ein bisschen mit Tesafilm schon mal fest, dass es schon mal hält. Und dann werde ich später mit Abstandshaltern arbeiten, damit man die schöne Szene dann auch sehen kann, die ich mir für den Innenraum ausgedacht habe. So, das hält schon mal. Das wird so hier vorne angebracht und ich habe mir ebenfalls hier die beiden Fensterläden ausgestanzt und die klebe ich auch schon mal auf. Auch das mache ich hier einmal mit Flüssigkleber. Und dann achte ich so ein bisschen drauf, dass ich die Maserung hier genau treffe. Das heißt, dass die Fensterläden so aussehen, als wären sie so aus einem Holzstück. Klebe ich sie hier auf und das andere auf die andere Seite. Das hier ist meine Frontseite und da habe ich mir auch noch einmal den Hirsch ausgestanzt aus diesem Lederpapier. Der wird gleich hier vorne noch angebracht und hier möchte ich auch noch einen Spruch aufbringen. Jetzt kümmern wir uns aber zunächst einmal um den Innenraum. Für diese Karte habe ich mir gedacht, dass es doch schön wäre, wenn man von außen auf der Karte nach innen, also vermeintlich nach innen reinschauen kann und umgekehrt. Deshalb habe ich mir ein Stück Designpapier zugeschnitten, was dann dieselbe Tapete hat, wie gleich der Innenraum auch gestaltet wird. Das klebe ich mir jetzt gleich auf und damit ich weiß, wohin ich mir das kleben muss, gehe ich hier einmal mit dem Bleistift entlang und zeichne mir hier die Fenster ein, dass ich dann auch genau sehen kann, wo nachher mein Innenraum stattfinden soll. Und das wird hier sein, das heißt, ich kann mir das hier schon mal aufkleben. Das heißt, wenn ich jetzt hier durchschaue, sehe ich schon auf die hübsche Tapete. Und im Innenraum selbst wird man eine Szene sehen, und zwar ein Pärchen. Dieses Geschwisterpärchen, das habe ich mir ausgestanzt und koloriert. Und einen Weihnachtsbaum. Und jetzt gucke ich mir an, wie schön das aussehen wird, dass man sie beide gut sieht. Vielleicht so. Ja, das sieht doch sehr hübsch aus. Das heißt, genau so klebe ich mir das Ganze auf. Und so kann man durch dieses
Weihnachtsfenster, den geschmückten Tannenbaum von innen sehen und eben dieses Geschwisterpärchen, was davor steht. War das so? Ja. Ein bisschen höher vielleicht. Den Baum habe ich mir auch schon vorbereitet. Den habe ich natürlich in grünem Papier ausgestanzt und mit den Nuvo Drops hier gearbeitet. Das klebe ich mir jetzt einfach hier auf. Und dann ist mein Innenraum auch schon fertig. Das wird nachher hier oben drüber geklebt. Und dazu benutze ich Abstandshalter und man kann durch das Fenster hineinschauen in dieses weihnachtlich geschmückte Zimmer. Ich habe jetzt hier auf die Rückseite Abstandsklebeband angebracht und jetzt klebe ich mein Fenster auf. Das ist jetzt schon mal prima aufgeklebt und hat diesen kleinen Abstand. Und so kann man schön in das Fenster hineinschauen. Hier vorne drauf bringe ich noch den Hirschen an. Und dann werde ich gleich noch mit der Schablone arbeiten und meiner Glitzerpaste. Ihr könnt aber auch Fluffy Paste nehmen oder andere Strukturpaste oder Embossingpaste, je nachdem, was ihr eben habt. Das hat mir nur bei der einen Karte so gut gefallen, deshalb werde ich das gleich benutzen. Das mache ich aber zum Schluss, damit das Ganze auch so ein bisschen Schnee bekommt. Dass es aussieht wie Schnee. So, damit ist nämlich die Vorderseite schon fast fertig und dann arbeite ich dann später mit Glitzerpaste. Jetzt kümmern wir uns um die Innenseite. Auch für die Innenseite habe ich schon mal Dekoration vorbereitet. Ich habe hier diese Sternengirlande ausgestanzt und angemalt, damit die Sternchen schön gold leuchten. Dann habe ich mir die kleine Gardinenstange ausgestanzt und eine Szene schon vorbereitet. Da habe ich mit dem Hirschhintergrund gearbeitet und auch schon mit dieser Glitzerpaste. Das habe ich aber schon gestern Abend gemacht, damit die schon richtig schön trocken ist. Das wird mein Hintergrund sein. Dann habe ich einmal das weiße Fenster hier ausgestanzt. Das ist das, was hier übrig geblieben ist von der Vorderseite. Das wird hier benutzt, sowie die roten Gardinen. Und als Tapete habe ich mir dieses hier ausgesucht. Und das werden wir jetzt gleich hier aufkleben, sobald wir den Hintergrund gestaltet haben. Aber auch hier möchte ich natürlich wissen, wo ist mein Hintergrund, wo kann ich den denn gestalten? Und deshalb gehe ich jetzt hier auch einmal mit dem Bleistift entlang, um zu wissen, wo ich nachher meinen Hintergrund aufkleben kann. Und dann arbeiten wir zuerst mit dem Hintergrund. Den wollte ich so aufkleben. Und dann gucke ich mal, wie kann man denn das schön sehen. Ich glaube, etwas höher vielleicht. So wird das Fenster ja hier drauf sein. Ja, das finde ich gut. Das heißt, ich ziehe mir jetzt hier nochmal einen Strich und dann weiß ich nachher, wie ich das aufkleben muss. Aber mein Hintergrund soll nicht ganz weiß bleiben und deshalb arbeite ich jetzt hier noch einmal mit dem Distress Oxide Kissen Speckled Egg. Das gebe ich mir einfach so ein bisschen auf meine Unterlage, das kennt ihr von mir ja schon. Und dann gebe ich da Wasser rein und werde jetzt mit einem Pinselchen arbeiten, um mir einfach den Hintergrund ein bisschen zu gestalten. Wirklich überhaupt gar nicht viel, sondern nur so ein bisschen, dass ich ein bisschen Farbe im Hintergrund habe. Und dieses Speckled Egg, das sieht so ein bisschen aus wie Wolken. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also so ein bisschen schneeverhangener Himmel mit Wolken. Das trockne ich auch direkt. Auf meinen fertigen Hintergrund klebe ich jetzt die Szene
mit dem Hirsch und den Rehen auf. Das ist auch schön an diesem Kleber hier, der zieht sehr gut an, also der haftet sofort. Der gefällt mir wirklich ganz gut. Ich habe euch ja gesagt, ich probiere unterschiedliche Kleber aus. Und ich muss sagen, von dem bin ich bislang recht begeistert. So, meine Hintergrundszene ist hier fertig und sie sollte auch so ein bisschen widerspiegeln, was man eben hier sieht. Deshalb vorne auch nochmal der Hirsch und jetzt hier diese hübsche Szene für den Hintergrund. Und hier guckt man aus einem Fenster raus. Und das Ganze wird so aussehen dann gleich. Auch hier werde ich wieder mit Abstandshaltern arbeiten. Und dann mache ich genau dasselbe, was ich eben schon mal gemacht habe. Das heißt, ich klebe mir hier mein Fenster etwas mit Tesafilm fest. Und ich fahre hier fort mit meiner Deko. Das soll einmal hier die Stange werden, die ich mir hier so anklebe. Und der Vorhang soll angeklebt werden. Ich glaube, ich beginne mal. Schauen wir mal, wie kann ich den Vorhang aufkleben? So und so. Ja. Ich klebe zuerst den Vorhang fest. Ja, das passt schon mal sehr gut. Und jetzt werde ich die Stange hier noch ein bisschen ankleben. Das heißt, das geht hier so drüber. Ich muss also hier ein bisschen Kleber auftragen. Und dann hänge ich die hier so ein. Und hier nochmal drüber. Jawohl. Und jetzt gebe ich hier Kleber auf. Genau, und weil es eine Pop-up-Karte werden soll, passiert jetzt hier gar nicht mehr so viel. Ich denke, da passiert schon genug, wenn wir dann nachher die Karte aufklappen, dass jetzt hier nicht noch weiter dekoriert werden muss. So wird diese Szenerie dann gleich aussehen und damit man das besser sehen kann, bringe ich jetzt auch hier auf die Rückseite Abstandshalter, also Abstandsklebeband auf. Auch hier habe ich jetzt wieder mit Abstandsklebeband gearbeitet und das Ganze tragen wir jetzt hier auf. Seid bitte vorsichtig, das klebt sofort. Deshalb sollte es von Anfang an gut positioniert sein. Das ist meine Szene hier, wo man schön rausschauen kann. Hier guckt man hinein und hier schaut man aus dem Zimmer heraus. Und jetzt geht's weiter mit den Pop-up-Elementen. Bevor ich jetzt mit meinen Pop-up-Elementen anfange, die habe ich mir hier alle schon vorbereitet, würde ich gerne hier einen Spruch in weiß embossen. Und dazu habe ich mir einen Stempel aus dem schönen Stempelset ausgesucht, aber nicht ganz, sondern nur die ersten 4 Zeilen. Ich weiß, viele von euch mögen das nicht. Ich habe mir den Stempel auseinandergeschnitten, aber ich kann ihn mir immer wieder zusammensetzen. Aber so mache ich für mich auch mehr aus den Stempeln und trage jetzt hier Versamark auf und setze mir den Spruch hier hin. Gucke, dass er schön gerade ist. Und das föhne ich mir jetzt einmal an. Der Spruch ist jetzt fertig embossed. Und jetzt wird es darum gehen, die Pop-up-Elemente anzubringen. Und dafür habe ich mir hier so kleine Rechtecke gebastelt. Und zwar 4 Stück. Und das ist schon mein Pop-up-Mechanismus.
Und die ganzen, das wird so aufgeklebt. Und an das große hier klebe ich erstmal den Baum an. Und dazu bringe ich hier Flüssigkleber auf die Vorderseite auf. Und klebe den Baum an. Ihr müsst aufpassen, dass hier unten am Rand, dass hier nichts übersteht. Also das ist wichtig, weil sonst funktioniert das Pop-up-Element nicht. Es darf nichts überstehen. So. Und mit diesem Bäumchen soll dieses Pärchen auch mit aufpoppen sozusagen. Das heißt, die klebe ich mir an den Baum fest und bringe dazu an die äußere Stelle hier ein bisschen Kleber an. So. Genau. So sieht das Ganze aus. Und damit ich jetzt dieses Pop-up-Element habe, stelle ich meine Karte auf im rechten Winkel. Vielleicht seht ihr das so besser. Und klebe das auf die Rückseite und auf den Boden an. Ja. Das heißt also, ich trage auf die Unterseite Kleber auf und auf die Rückseite. Stelle meine Karte im rechten Winkel auf und klebe mein Element an. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel auch mit doppelseitigem Klebeband arbeiten, wenn ihr möchtet. Das geht auch. Ich benutze Flüssigkleber, damit ich noch ein bisschen Möglichkeiten habe, was zu verschieben, falls es nachher doch nicht so aussieht, wie ich das gerne hätte. Und so kann man es aber zuklappen. Ihr seht, das ist ganz flach. Und ich zeige das jetzt mal so. Und wenn ich es aufklappe, dann erscheint hier mein Pop-up-Element. Der Kleber muss hier gut getrocknet sein dafür. Das ist ganz wichtig. Ansonsten funktioniert das nicht. Jetzt ist es getrocknet. Ein weiterer kleiner Mechanismus. Ich werde hier das Bärchen ankleben. Und zwar funktioniert das hier genauso. Ich klebe das Bärchen hier vorne an, bringe also vorne Kleber auf. Klebe das Bärchen auf meinen Mechanismus und möchte jetzt, dass dieses Bärchen vor dem Weihnachtsbaum sitzt und deshalb werde ich ihn hier ankleben. Also ich bringe wieder Kleber unten auf und hinten, in diesem Falle hier am rechten Rand. Und klebe ihn hier vorne an das Bäumchen an. Drücke das Ganze ein bisschen fest. Und warte, bis der Kleber angezogen ist. Und während das hier trocknet, kümmere ich mich schon um mein nächstes Pop-up-Element. Das wird dieses Autochen sein, was ich hier nach hinten klebe. Also hier soll das hin. Und das klebe ich hier vorne mit einem Rad fest. Wenn ihr mal genau ein Tutorial dazu haben wollt, wie man so eine Pop-up-Karte genau bastelt, mit den einzelnen Schritten, wie ich diese kleinen Rechtecke gemacht habe, dann lasst es mich doch unten bitte in den Kommentaren wissen. Dann basteln wir mal eine Pop-up-Karte Schritt für Schritt gemeinsam.
Und auch hier mache ich wieder Kleber auf die Unterseite und auf die Rückseite, um das Ganze mit der Karte zu verbinden. Und klebe es hier nach außen. Und das Ganze ebenfalls gut an und gut fest. Und so kann man die Karte schön zuklappen. Wie ihr seht, die geht ganz zu. Und sobald man sie öffnet, öffnet sich die kleine Pop-up-Landschaft. Ich zeige euch das jetzt mal so. Und ihr seht, die Karte kann man dann so aufstellen und man hat eine wunderhübsche kleine Pop-up-Landschaft. So kann man es vielleicht am besten sehen. Ich mache sie nochmal zu und nochmal auf. Und die kleine Pop-up-Landschaft entsteht mit dem Blick nach außen. Hier unten ist ein schöner Spruch. Auf die Rückseite könnte man noch was schreiben. Und jetzt gestalten wir die Vorderseite noch einmal mit der Strukturpaste. Ich habe mich jetzt hier wieder für meine Glitter Snow Paste entschieden, aber wie gesagt, ihr könnt auch Fluffy Paste nehmen oder andere Modeling Paste. Und die Schablone habe ich mir auch noch einmal genommen. Die lege ich mir jetzt einfach auf meine Karte auf und gebe ein bisschen Glitterpaste obendrauf, um kleine Schneeflocken hier zu gestalten, die meine Karte noch verzieren sollen. Die gebe ich jetzt einfach hier so oben drauf. Und jetzt sind hier schon ganz viele Schneeflocken aufgetragen. Ich kann hier sogar noch ein bisschen mehr Paste wieder abnehmen. Die mache ich mir einfach gleich im Wasser sauber. Und für ein bisschen Effekt noch schmiere ich mir hier an den unteren Rand auch noch ein bisschen Strukturpaste. Dass es wirklich so aussieht, als hätte es hier geschneit. Und dann sehen wir uns wieder, wenn die Vorderseite getrocknet ist. Meine Karte ist jetzt fertig. Das war diesmal ein wirklich aufwendiges Projekt. Ich habe noch ein kleines Fähnchen hier ergänzt und den Spruch "Schönes Weihnachtsfest" darauf gestempelt. Und das ist nochmal meine Komposition. Man kann also von außen eine Schneelandschaft sehen und im Inneren feiert die Familie Weihnachten. Da ist das erste Mal das Weihnachtsfenster hier verwendet worden. Und wenn man dann die Karte aufklappt, ergibt sich hier diese kleine Pop-up-Landschaft. Und hier kann man noch einmal sehen, dass man von innen auch aus dem Fenster rausschauen kann, um die Rentiere oder die Hirsche hier zu sehen. Da habe ich die Girlande verwendet und eben hier den Blick nach außen und dann die ganzen kleinen Elemente hier verwendet, um als Pop-up in dieser Karte nochmal zur Geltung zu kommen. Unten nochmal den Spruch weiß embossed und das ist mein Projekt für heute. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie genau man Pop-up-Mechanismen in Karten einbaut und wie ich diese kleinen Teile hier gebastelt habe, dann lasst es mich doch unten in den Kommentaren wissen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr seid vielleicht auch schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung und habt euch von diesem Video inspirieren lassen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Und bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss.